Wir haben jetzt einen weiteren Redner, passend wie bei einem Puzzlestück. Nach dem israelischen Botschafter kommt das nächste Puzzlestück, das perfekt dazu passt, nämlich aus dem Bündnis, aus dem Orga-Team heraus, für die Green Party auf Iran und das Middle East Freedom Forum Berlin zu Gistop zu kommen. Begrüßen Sie mit mir Dr. Qasem Mousavi. Liebe Freundinnen und Freunde, sehr geehrter Herr Botschafter, danke für Ihre Unterstützung für die Menschenrechte im Iran. Ich grüße Sie herzlich im Namen der Green Party of Iran, Stop the Bomb, Bundeses und des antifaschistischen Bundeses Berlin, die gerade am Adenauerplatz demonstrieren und später sich mit uns anschließen werden. Liebe Freundinnen und Freunde, die zentrale Parole der Freiheitsbewegung im Sommer 2009 im Iran lautete: Nein zu Gaza, nein zu Libanon. Mein Leben ist die Freiheit Irans. Dies ist deutlich gegen die Unterstützung der terroristischen Hisbollah und Hamas durch das antisemitische Mullah-Regime gerichtet und ebenso gegen deren heutigen anti-israelischen Al-Quds-Marsch in Berlin. Deshalb rufe ich im Namen aller oppositionellen Iraner: Nieder mit der Islamischen Republik! Nieder mit der Hisbollah! Wir stehen an der Seite Israels! Free Gaza from Hamas! Der Aufruf Ayatollah Khomeini von 1979 zum Al-Quds-Tag zur Befreiung Jerusalems und der Kampfruf der Teheraner Mörder und Mullahs tot Israel gehört zur Standardpolitik des Vernichtungsantisemitismus des islamistischen Regimes. Der angeblich moderate Rouhani betonte am Al-Quds-Tag in Teheran 2014, ich zitiere: Die islamische Welt muss den Aufruf Khomeinis zum Al-Quds-Tag geschlossen zu einem Tag der Wut, des Hasses, der Einheit und des Widerstands gegen Israel erklären. Zitat Ende. Auch gestern hatte Rouhani wieder die Al-Quds-Demonstration in Teheran angeführt. Ich frage deshalb die Bundesregierung und das Land Berlin: Wann endlich werden Sie die anti-israelischen Aufmärsche islamistischer Faschisten, Rechtsradikale und linke Antisemiten hier in Berlin und Deutschland beenden? Dieses Treiben hat mit freier Meinungsäußerung nichts zu tun, sondern unterstützt Terror, ruft zu Völkermord auf und muss daher umgehend verboten werden. Nieder mit dem Holocaust-Regime und weg mit dem antisemitischen Al-Quds-Tag. Liebe Freundinnen und Freunde, der antisemitische Präsident Rouhani wird als gemäßigt bezeichnet. Und die Appeasement-Politik in Deutschland, Präsident Obama und andere suggerieren, die Menschenrechtslage habe sich unter Rouhani verbessert. Dies ist aber ein Trugbild. Die Verbrechen, die vom iranischen Regime begangen werden, haben einen hohen Punkt erreicht. Rouhani versteckt sich hinter den Atomverhandlungen und benutzt sie als eine Gelegenheit,
die Hinrichtungen zu intensivieren. Unter Rouhani haben bisher mehr als 1800 Exekutionen stattgefunden. Das Regime hat am 8. Juni eine Gruppe von 35 Gefangenen erhängt, während genau zu der Zeit eine Delegation des Europäischen Parlaments Teheran besuchte. Alle zwei Stunden wird im Iran ein Mensch hingerichtet. Und nächste Woche hat angekündigt, will Sigmar Gabriel, der SPD-Vorsitzende und Vizekanzler, mit hochrangigen Vertretern aus Wirtschaft und Politik das Mörderregime besuchen für Öl- und Gasgeschäfte. Wir fordern auf, Herr Gabriel, dieser Besuch muss umgehend abgesagt werden. Deutschland hat alle Wirtschaftsbeziehungen mit Teheran abzubrechen, solange dort Oppositionelle, Frauen, Homosexuelle und Minderheiten bestialisch gefoltert und ermordet werden. Stopp die Hinrichtungen im Iran! Liebe Freundinnen und Freunde, die iranische Gesellschaft befindet sich aufgrund der jahrelangen Kriegs- und Atomwirtschaft in einer explosiven Verfassung. Und die Menschen hungern. Sie fordern Brot, Menschenrechte und Freiheit statt der Atombombe. Das Regime unterstützt trotz der Sanktionen jährlich mit Milliarden Dollar, mit Öl und Waffen die syrische Diktatur. Seine schiitischen Milizen morden in Syrien, im Libanon, im Irak und in Jemen. Und mit seinen Raketen wird Israel permanent beschossen. Trotzdem verhandelt der Westen mit dem Terrorregime im Iran. Die Mullahs sind Meister im Täuschen. Sie versuchen aufgrund der inkonsequenten Haltung der 5+1 Staaten bei den Atomverhandlungen nur Zeit zu gewinnen und am Ende eine Einigung zu erzielen, mit der sie die Sanktionen loswerden und zugleich die nukleare Infrastruktur für den heimlichen Bau der Atombombe behalten. Deshalb sagen wir, wird der Griff des Regimes nach der Bombe nicht umgehend verhindert, wird aufgrund der jüngsten Terrorpolitik von ISIS und Al-Qaida im Nahosten und die systematische Unterstützung der Teheraner Mullahs für die dschihadistischen Organisationen Hezbollah, Hamas und Al-Qaida-Brigaden die gesamte Region im nuklearen Wettbewerb und in Terror und Chaos versinken. Bundeskanzlerin Merkel und die deutsche Wirtschaft haben den Westen bedauerlicherweise aufgefordert, die Sanktionen gegen das menschenverachtende Regime aufzuheben. Die Aufhebung der Sanktionen, wir sagen es, ebnet den Weg des Regimes zur Bombe. Wir wiederholen, das Regime braucht die Bombe zur Aufrechthaltung seiner apokalyptischen Herrschaft und um Israel zu vernichten für seinen finalen Al-Quds-Tag. Daher fordern wir, alle nuklearen und Raketenprogramme der Mullahs müssen ohne Wenn und Aber sofort gestoppt werden. Alles andere ist ein Bad Deal. Alles andere ist ein Bad Deal, dessen Hauptopfer die iranische Bevölkerung und Israel sind. Wir fordern
Solidarität mit Israel und mit der iranischen Freiheitsbewegung. Wir fordern Solidarität mit Israel und mit der iranischen Freiheitsbewegung und stopp der Boot. Liebe Freunde und Freunde, Deutschland ist heute der Mittelpunkt der Aktivitäten der Mullahs in Europa und das islamistische Zentrum Hamburg, IZH, ist ihr wichtigstes antisemitisches Propagandazentrum in Deutschland. Die universitären Schia-Programme und Kulturprojekte des Regimes in Deutschland dienen auf zur Verbreitung der dschihadistisch-antisemitischen Politik und Lehre und werden durch Iran-Lobbyisten und Kulturrelativisten systematisch der Vorgänge unterstützt. Dies stellt ein Sicherheitsrisiko dar, vor allem aber nicht nur für die in Deutschland lebenden Exil-Iraner und jüdischen Menschen. Wir fordern, der gefährliche Staatsvertrag mit dem islamistischen Zentrum Hamburg. Der gefährliche Staatsvertrag mit dem islamistischen Zentrum Hamburg und alle Schia-Programme mit dem Holocaust-Regime müssen sofort beendet werden. Sie sind Freunde von Israel und iranische Freiheitsbewegung. Ich sage es. Statt Appeasement und Wirtschaftsbeziehungen müssen die Bundesregierung, die deutschen Parteien und Medien, die demokratische und säkulare Opposition im Iran und im Exil in ihren Bemühungen um Regime-Change und für einen atomfreien Iran auf allen Ebenen und mit allen Mitteln konsequent unterstützen. Mag bei Jumhurie Islami weg mit dem Al-Quds-Tag. Mag bei Jumhurie Islami weg mit dem Al-Quds-Tag. Free Gaza from Hamas. Vielen Dank für eure Aufmerksamkeit.